Montagnachmittag auf dem Rathausmarkt in Hamburg. Die Freunde Timo und Rodi treffen sich nach der Schule, um ihrem Hobby nachzugehen, dem Morphen. Einmal im Monat stecken sich die Teenager in hautenge Ganzkörperanzüge aus Lycra und laufen damit durch die Stadt. Was dahinter steckt, für die Passanten ein Rätsel. Manche Leute haben einen Komplex und wollen sich nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Sie können diese Anzüge nutzen. Vor allem Frauen ansprechen ist einfacher im Tarnanzug. Die beiden Freunde riskieren schließlich nichts. Und wie finden die Mädels die Helden in Strumpfhosen? Ganz lustig, aber nicht alltagstauglich. Dafür aber eine Attraktion für Touristen. Morpher sind keine Untergrundkämpfer mit politischer Botschaft. Ihnen geht es vielmehr darum, Menschen zum Lachen zu bringen. Also, wir müssen uns ein paar gute Sachen überlegen, wie wir die Leute gut überraschen können, ein bisschen entertainen können. Diese Dame vergisst vor lauter Unterhaltung ihre Pläne. Ich finde das wirklich super lustig. Und außerdem hätte ich da aussteigen müssen. Wer einen Morpher trägt, ist ein Star oder er fühlt sich zumindest so für kurze Zeit. So very special. It's a very Asian style. Der Trend kommt tatsächlich aus Japan. Dort heißen die Anzüge Sentai und werden auch als Fetischobjekte benutzt. Studenten aus Schottland haben die Anzüge vor 3 Jahren nach Europa gebracht und sie vom Schmuddel-Image befreit. Ich finde das toll. Ich freue mich über jede so eine Geste, über jede Darstellung dieser Art. Ich bin begeistert. Der Morphsuit ist ein Superman-Cape für Schüchterne, die gerne im Mittelpunkt stehen und bewundert werden wollen, sich aber nicht trauen. Und so kann man auch ohne Vorurteile an die Sache rangehen. Ich meine, die Leute sehen uns nicht und eigentlich geht es ja auch nur darum, Spaß zu haben. Ist ja egal, wer dahinter steckt. Ja, man hat kein richtiges Schamgefühl mehr. Man kann sich fast alles trauen. Fast. Wenn man völlig maskiert ist, gibt man gar nicht viel Preis. Ist ja alles möglich, was dahinter steckt. Manche nennen das Morphen Kunst, andere halten es eher für einen Sport. Viele trainieren damit ihr Selbstbewusstsein. Timo und Rodi unterhalten einfach gerne fremde Leute, denn zu verstecken haben sie eigentlich nichts.